Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Und wenn dich interessiert, was ihr heute zu zeigen habt, dann schnappt den Kaffee und Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Ich wollte heute ein Video aufnehmen, schön mit Sonne, allem drum und dran, aber dann seht ihr mich nicht mehr. Heute scheint die Sonne so schön, dass einfach die Lichtverhältnisse für ein Video einfach schlecht sind. Also von dem her verzeiht es mir, wir machen es einfach jetzt so. Worum geht es denn heute? Und zwar habe ich von einer lieben Freundin bezüglich ihrem Mann etwas zugeschickt bekommen. Und ihr wisst, ich stelle gerne neue Produkte, neue Firmen vor, die einfach, sag ich jetzt mal, in der Startphase sind, wo man einfach sagt, Mensch, vielleicht begleite ich dich auf dem Weg in die Zukunft und schau mir das einfach an. Und zwar diese Firma oder zumindest diese Seite auf Instagram heißt EP3. Jetzt weiß ich nochmal, ich habe gerade nachgeschaut, ich schreibe es euch da oben hin. Und das ist so, das muss man sich ganz einfach vorstellen. Der liebe Steve hat sich einen Drucker gekauft, und zwar einen Drucker, wo man so Plastikartikel herstellen kann, so einen 3D-Drucker, wie man so schön sagt. Ich glaube ja, dass das eigentlich eine Zukunftsgeschichte ist, vielleicht auch später mal in der, sag jetzt mal, in der Medizin, da kenne ich mich natürlich nicht aus, aber wenn man solche Firmen oder zumindest solche Anfänge unterstützen kann, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wenn ihr wieder irgendwelche Geräusche hört, irgendwelche Knabber- und Schmatzgeräusche oder Schnarchgeräusche, das ist der Hund, der liegt gerade unter mir. Aber kommen wir wieder zu dem Produkt. Wie gesagt, ich habe ein tolles Teil zugeschickt bekommen. Ich konnte es mir nicht im Vorfeld aussuchen und ich konnte auch nicht sagen, was ich möchte. Die haben mehrere Sachen, wie gesagt, die haben, ich glaube, Lampen hat er schon gemacht, eine Schale, die mir sehr gut gefallen hat, wo so Löcher drin sind, wo man zum Beispiel Wolle reinmachen kann. Das heißt, die Wolle liegt in der Schale und da ist so ein Löcherchen und dann kommt der Faden raus, dass man nicht so das Gefusel so hat. Ich glaube, Kinderspielzeug hat er schon gemacht und zum Beispiel auch Dosen. Und dann kommen wir auch zu meinem schönen Schätzchen. Ich wusste ja, wie gesagt, dass ich was bekomme, aber nachdem ich gesehen habe, welche Farbe es hat. Nee. Schaut euch doch mal nur diese Farbe an. Und was steht drauf? Heikes kleine Welt. Und was ist noch da drauf? Eine Katze. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Sicherlich, es ist nur Plastik, aber fürs Badezimmer muss ich ganz ehrlich sagen, es hat einen Schraubverschluss und der ist auch wirklich gut. Ich habe schon ein paar Mal probiert, ob dann vielleicht so eine Entgratung oder so dabei ist. Überhaupt gar nicht. Also das ist wirklich wie maschinell, wenn man das irgendwo kauft. Ich würde sogar meinen, wenn ich es irgendwo kaufe, im China-Laden oder so, ist die Qualität viel schlechter. Und auch von innen ist es wirklich, wo man sagt, Hut ab. Also für jemanden, der da so Interesse hat und Ahnung hat, also wirklich sehr schön. Ich weiß noch nicht, wofür ich es verwende. Allerdings muss ich sagen, als Geschenkidee, wenn man sagt, das und das Objekt der Begierde habe ich, gibt es da eine Möglichkeit, kann man das mit so einem 3D-Drucker drucken? Dann schreibt es doch bitte den Steve, wie gesagt, ich schreibe euch alles unten in die Infobox rein und verlinke euch das. Schreibt ihn doch einfach mal an und fragt, was sowas kostet und ob sowas möglich ist, was ihr halt gedruckt haben möchtet. Aber ich finde das auf jeden Fall richtig toll. Und im Badezimmer ist es ja so, wenn ich mal was verschließen kann, ist mir das persönlich immer lieber, weil dann kommt kein Schmutz dran. Oder wenn ich zum Beispiel auch in der Küche irgendwas habe, dann hat man ja doch die Fettgerüche und die lagern sich gerne auf diese Materialien so ab. Deswegen finde ich, wenn ich was verschließen kann, immer sehr schön. In meinem neuen, sage ich jetzt mal, Kabuff für meine Schminksammlung wird natürlich auch ein Platz sein, wo vielleicht dann doch dieses Teil hinkommt. Also ich weiß noch nicht, entweder Badezimmer oder in meiner neuen Schminkecke. Aber ihr müsst doch zugeben, es ist total niedlich, gell? Und auch noch ein Rosa. Ich habe ja immer gesagt, ich mag kein Rosa, aber ich finde es wunderschön. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wie ihr die Idee findet, ob ihr schon mal Produkte aus einem 3D-Drucker gekauft habt oder ob ihr die Seite von dem lieben Steve schon kennt. Ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut und wie gesagt, wenn ihr neue Firmen unterstützen möchtet, dann kann man ja hiermit schon mal anfangen, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen und ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht.
Und über alle neuen hier auf meinem Kanal würde ich mich über ein Abo freuen, sagen wir es mal so. Und ja, das war's schon wieder. Liebe Grüße, eure Heike.